Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder und zwar mit einem kleinen Tutorial oder beziehungsweise wie man Mulls richtig benutzt. Und zwar habe ich da gerade Anfragen bekommen und ja, da habe ich gedacht, ich drehe das jetzt schnell ab. Und ja, was ihr dazu braucht, ist eine Mold, Fimo. Ein Messer. Und das war's eigentlich schon. Ihr habt die Mold. Ihr sucht euch ein Motiv aus. Ich nehme jetzt mal den Spiegel hier. Knete das Fimo weich. Hier habe ich jetzt Reste Fimo. Sie schaut mein Handy nicht an. Ich habe gerade mit lufttrocknender Fimo-Masse hantiert. Also stört euch nicht daran. Dann knetet ihr das Fimo weich. Also so weich braucht ihr es eigentlich gar nicht kneten. Ich roll das dann immer in einer Kugel. Also ich roll das immer so in eine Kugel. Und je nachdem drücke ich das dann noch ein bisschen so länglich. Und drücke das dann hier in die Form rein. Dann seht ihr, dass ihr ja hier überstehendes Fimo habt, dann nehme ich immer hier dieses Messer. Ich guck mal, ob ich so. Und dann schneide ich immer hier der Mold entlang von beiden Seiten. Moment, dass ihr das auch seht. So. Dann drücke ich das nochmal so rein und lasse es stehen. Also ihr rollt eine Kugel, macht es ein bisschen länglich. Ich schaue mal, ob das für das auch noch reicht. Drückt es hier in die Mold so. Dann seht ihr, dass die Mold, also das Fimo Überstand ist. Nimmt das Messer und zieht das Messer einfach gerade. Und dann drückt ihr das Fimo rein. Nochmal. Und dann wartet ihr ein paar Minuten, stellt es auf die Seite. Dann könnt ihr das rausholen. Gucken, ob das für das auch noch geht. Also, das ist schon praktisch. Also, ich denke mal, eine andere Möglichkeit gibt es auch, aber ich finde einfach, das ist die schnellste und einfache Variante. Ihr könnt die Mold jetzt so mitbacken. In den Gefrierer legen oder in den Kühlschrank. Und dann wartet ihr ein bisschen. Ich warte jetzt mal mit euch ein bisschen. Und ja, ihr könnt die Mold, glaube ich, auf 110 Grad mitbacken. Das weiß ich aber nicht genau. Und ja, dann wartet ihr. Und dann, ich mache das immer so. Ich mache immer da, wo es am größten ist. Drücke ich das von unten hier, seht ihr hier von unten rein. Dann seht ihr schon, dass es sich löst. Und dann könnt ihr das ganz vorsichtig rausholen. Das ist jetzt nicht zu 100% perfekt. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Dann habt ihr hier den Spiegel. Dann nehmen wir hier jetzt den Kamm. Ihr könnt auch so machen, an allen Seiten. Und dann habt ihr den Spiegel auch. Ne, Spiegel, den Kamm. Gell? Dann nehmt ihr das nächste. Drückt das auch wieder von unten. Und dann habt ihr das nächste. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip. Fimo rollen, also weich kneten, rollen, reindrücken, abschneiden, fertig. Ganz einfach. Ich hoffe, ich konnte denjenigen helfen. Und bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald. Tschüss!